um diese Selbstbastelmasken. So, also herzlich willkommen zum heutigen Seminar. Mitgliederverwaltung, eigene Felder. Das heißt also, wie ich jetzt gerade gesagt habe, in diesem Seminar wollen wir uns vor allen Dingen mal die Anpassbarkeit von NetXP-Vereinen genauer anschauen, was die Mitgliederverwaltung betrifft. Ja, und hier vielleicht zur Einleitung zu erwähnen, also wir haben ja knapp über 3000 Vereine inzwischen, die mit NetXP-Vereinen arbeiten, und man sieht also hier eine unglaubliche Vielzahl von Vereinen. Das heißt also, wir haben von karitativen Vereinen, die Spendengelder für Afrika sammeln, bis zu dem klassischen Sportverein. Wir haben Schützenvereine, Fischervereine oder Anglervereine, Segel, Kanu, Flugsport, Modellbau, also quer durch, was man sich vorstellen kann. Unter anderem also auch Vereine, wie zum Beispiel also ein Bundesverband für strategische Bundesverband für strategische Edelmetalle. Also wir haben gänzlich unterschiedlichste Vereine, und um all diesen Vereinen gerecht zu werden, ist es unter Umständen nötig, ja, die Mitgliederverwaltung anzupassen. Und das ist genau das, was wir so, heute machen werden. Alles, was wir heute machen, funktioniert nur mit einem ganz bestimmten Benutzerrecht, und zwar mit dem des Vereinsadministrators, also derjenige, der sich tatsächlich als Admin im Verein meldet. Und dieser Vereinsadmin hat hier eben dann verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise kann der Admin unter Verwaltung Optionen im Register Mitglieder sogenannte eigene Felder anlegen. Sie sehen es, also Mitglieder, eigene Felder. Ich habe hier schon mal ein paar drin. Geben Sie mir noch mal ein Beispiel, was man also zum Beispiel in einer Mitgliederverwaltung übernehmen könnte. Also was bei uns gefragt ist, wenn der Ort größer ist, der Bezirk, welcher Ortsteil? Ortsteil, genau. Ortsteil, das ist vom Typ her ein normales Textfeld, oder? Oder man könnte also auch jetzt eben hergehen und sagen, Wahlbox praktisch mit Textfeld. Weil so wie viele Ortsteile hat Regensburg in Neumann? Ja, schon. Achso, nein, ich bin nicht in Regensburg. Das ist ach, stimmt. Reigenstauf ist das. Mhm. Also hier wie eine Wahlbox mit Textfeld oder zum Beispiel also ein reines Textfeld. Eine Wahlbox mit Textfeld würde also so ausschauen später. Da hätten wir also hier ein Dropdown-Element mit also verschiedenen Werten in der Übersicht. Kann man aber mal machen. Geben Sie mal in Regenstauf zwei, drei Ortsteile hier nochmal. Steinsberg. Und dann also klicke ich hier auf Wert zur Auflistung hinzufügen. Dann weiter. Diesenbach. Wie? Bitte? Diesenbach. Diesenbach. Mhm. Noch ein. Ja, nehmen wir es Tonholz. Das klingt jetzt hier. Das gehört zwar nicht dazu, aber es hört sich gut an. Genau. Also das wäre jetzt also ein ganz neues Feld, ein eigenes Feld, eben mit diesen, mit diesen Einstellungen hier. Mhm. Klicke ich also auf Übernehmen. Und jetzt hat es also dieses eigene, jetzt haben wir dieses eigene Feld Ortsteil hier hinterlegt. Hat noch jemand eine Idee für ein eigenes Feld? Ja, die Passnummer. Ah. Die Passnummer, ganz genau. Ist auch ein Textfeld. Und Standardwert ist hier nichts. Und sagen wir einfach nur übernehmen. Jetzt fällt mir was Neues ein. Und zwar hinzufügen. Ausstellungsdatum. Des Passes. Das wäre jetzt ein Ja-Nein-Feld, oder? Mhm. Wie bitte? Und würde ich sagen, also um die Übersichtlichkeit zu wahren, würde ich also hier sagen, der 1.1.2000 wird das Standardfeld sein. Das heißt also, wenn niemand was eingibt, dann steht also hier drin der 1.1.2000. Sage ich übernehmen. Ja,
Dann wäre noch was interessant. Ich gehe jetzt mal her und sage, ich brauche das vielleicht später für unseren Test. Ich sage jetzt mal, ist derjenige Brillenträger? Ja, nein, grundsätzlich standardmäßig deaktiviert. Was nehmen wir denn noch? Brillenträger? Schwimmer ist also auch ein Ja-Nein-Feld. Okay. Und Sie sehen also, man kann also hier auf diese Art und Weise kommen also beliebig viele und wir haben Gamsungsvereine mit mehr als 200 verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten oder mit über 200 eigenen Feldern. Also ein Verein mit über 200 eigenen Feldern. Aber dieses Erstellen eigener Felder, Sie sehen also, da ist überhaupt nichts dabei, oder? Richtig? Ja. Mhm. Genau, das ist also unglaublich einfach. Ja, wenn ich jetzt speichere, dann war das Problem folgendes, und zwar, diese eigenen Felder wurden in der Mitgliederverwaltung im Register. So, jetzt sehe ich es nicht. Ach Mensch. Ich habe einen Schmarrn gemacht, ich habe da schon Masken. Also so hätte das jetzt ausgesehen. Das heißt also, alles, was ich eingegeben habe vorher, also habe ich ja begonnen mit Ortsteil, dann Passnummer, Ausstellungsdatum, Pass, Brillenträger, Schwimmer. Ohne dass ich also hier eine Sortierung reinbekommen habe. Oder? So war ja das früher. Und da habe ich mir also sehr genau Gedanken machen müssen, also wie lege ich diese eigenen Felder allein schon mal von der Reihenfolge her an, damit das Ganze also dann später eben in meiner Mitgliederverwaltung all diese Jahre, die ich dann mit XP-Verein verwende, eben auch ja, sinnvoll stimmt und damit ich also auch nichts vergesse. Und das hat jetzt genau eben, wie gesagt, ein Ende. Denn wir haben jetzt die Möglichkeiten und genau diese Mitgliedermaske in ihrem gesamten Aufbau komplett separat anzupassen. Und das ist, wenn man das einmal gesehen hat, ist das also unglaublich einfach. Und zwar klicke ich auf Verwaltung, Optionen und auch, wo wir jetzt gerade vorher waren, also wir waren jetzt gerade Mitglieder, eigene Felder, hier waren wir und haben nicht oder haben noch nicht gesehen, dass hier unten, dass es hier einen Maskendesigner gibt. Ich markiere den mal, dass man das besser sieht. Also hier unten gibt es also eben diesen neuen Maskendesigner. Wenn ich also auf diesen Maskendesigner klicke, dann öffnet sich jetzt ein neues, sehr unspektakuläres Fenster. Oder? Das ist äußerst unspektakulär. In diesem Fenster kann ich jetzt mir die bestehenden Masken öffnen. Das heißt also, ich klicke also jetzt unten auf Öffnen und dort, ich will die NetXP-Verein Standardmaske mit Reitern öffnen. Mit Reitern, also was man unter Reiter versteht, sieht man gleich. Und sage also hier übernehmen und sage, die machst du mir bitte auf. So, und jetzt sehen Sie auch gleich, was hier Reiter bedeutet. Das hier oben, diese Registerkarten, sage ich jetzt mal, die nennen sich dann Reiter. Die Maske kennen wir, oder? Die ist jedem ein Begriff. Und wir sind jetzt aber in einem sogenannten Design-Modus. Das heißt, ich kann jetzt jedes beliebige Feld schon mal verschieben. Ich könnte das jetzt hier runterschieben beispielsweise. Könnte das Ganze also auch wieder hochschieben. Und Sie sehen also anhand dieser vertikal und horizontal auftauchenden Linien, das sind sogenannte Ausrichthelfer, sage ich jetzt mal, damit ich also genau eine Spalte erwische oder eine Zeile. Also mit diesen kann ich also, die unterstützen mich bei der Ausrichtung meiner Felder. Ja, und hier habe ich also meine drei Standardfelder, Mitgliederdaten, Adressen, Kontakte. Ich kann bedenkenlos beispielsweise, wenn ich sage, in meinem Verein werden sowieso keine Fotos von Mitgliedern aufgenommen, kann ich also hergehen und kann diese Felder hier, die ich nicht brauche, löschen. Das heißt, also ich nehme zwar ein Feld, entferne das Ganze. Entferne diese Schaltfläche und die letzten Änderungen. Da will ich also jetzt diesen gesamten Satz dieser Felder, also das sind ja alles eigene Felder, sind das.
da will ich diesen gesamten Satz jetzt weiter oben stehen haben. Das heißt, ich nehme mir also diesen Satz, klicke mit der linken Maustaste, ziehe mir so einen Positionsrahmen außenrum, nehme dann alle diese Felder und ziehe mir die hoch. Zum Beispiel hier hoch. Ich sage in meinem Verein, wir sind ein Sportverein oder ich bin beim Sportverein, da gibt es keine Religion. Also Religion brauche ich nicht, nehme ich raus. Geburtsort interessiert bei uns also auch keinen, nehme ich auch raus. Dann kann ich das Austrittsdatum wieder etwas höher setzen. Das kann ich also dann eben höher setzen. Also dieses Anpassen einer Mitgliedermaske, Sie sehen selbst, also das ist also wirklich denkbar einfach, oder? Bis jetzt schon. Das wird immer schwerer. Ein bisschen schwieriger. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ach Mensch, ich bräuchte jetzt dieses Bild, bräuchte ich doch wieder. Also gehe ich her, nehme mir so eine Picture. Also, wenn jemand sagt, ja, warum ist denn das als Englisch? Das liegt daran, dass das, was Sie hier sehen, in dem Ganzen, in so etwas Ähnlichem, ist NetXP Verein programmiert. Und diese ganzen Programmierwerkzeuge, die gibt es nur in Englisch. Da gibt es also kein deutsches Werkzeug dafür. Und deshalb wissen wir aber so viel, ich sage jetzt mal Englisch, können wir meistens, dass wir wissen, Picturebox könnte irgendwas mit Bild zu tun haben. Also jetzt nehme ich eine Picturebox, die würde ich also hier wieder reinziehen. Dann sage ich, ach ja, da hat es ja die Schaltflächen geben, Foto laden. Foto löschen. Und Foto von Webcam. Das sehen Sie, ich kann also Schaltflächen größer machen. Ja, jetzt steht aber hier nicht mehr das Richtige drin, richtig? Wir müssten also jetzt hier diesen. Wie bitte? Da muss jetzt ein Link zugewiesen werden. Nein, muss nicht. Ja, wie kriegt das Bild denn da rein? Wie bitte? Wie man das Bild da jetzt wieder reinkriegt. Dass hier die Beschriftung stimmt. Ja. Ja, und das ist das Einzige, was also jetzt etwas knifflig wird. Das knifflig wird eigentlich nicht. Sie sehen, hier drin steht also Button 1. Jetzt alles, was auf dieser rechten Seite in dieser Liste drin steht, da interessiert uns wirklich nicht viel. Hier interessiert uns also fast nur dann eben der Bereich, wenn hier Text steht. Sehen Sie das? Und wenn also hier Text steht, mache ich hier auf, lösche das raus, was drin steht, schreibe es rein, Foto laden. Sie sehen, da steht jetzt nur Foto drin. Warum steht da nur Foto drin? Weil die Schaltfläche zu klein ist. Haben Sie es gesehen? Das hier wäre von Webcam. Könnte man also auch hier wieder öffnen. Einfach nur Webcam. Oder mit selber Nummer. Entschuldigung. Ja, so. Also steht hier Webcam drin und das andere war also für Foto löschen. Also man könnte also hier sagen, ja gut, wenn Foto laden nicht reinpasst, dann sage ich einfach nur laden. Und dann könnte ich also in die Schaltfläche mal kleiner wieder. Und in die schreibe ich halt dann rein. Löschen. Ich vergiss immer, also man muss immer Enter am Schluss, man muss also immer nochmal auf das draufklicken und dann nimmt er das erst, das vergesse ich halt immer. Also Sie sehen, also wir haben also jetzt, ich meine, mit diesen drei Elementen wird er wahrscheinlich annähernd kein Mensch rumspielen, sage ich jetzt mal, die hat man weg oder hat sich hier. Grundsätzlich ist das jetzt kein Problem, oder? Genau, ja. Und jetzt kommt, also jetzt hätte ich das Ganze angepasst, sieht jetzt so aus wie bei mir. Und ich sage jetzt, okay, und diese Maske will ich speichern. Und ich speichere die jetzt
Und zwar mit einem Namen. Und der gebe ich jetzt einfach einen Namen. Nenne ich jetzt mal Schulung einfache Änderung. Übernehmen. So, jetzt ist das Ganze gespeichert. Ja, jetzt habe ich einen Mitgliederverwalter und der Mitgliederverwalter, den weiß ich, dem will ich die Maske jetzt zuordnen. Also würde ich in die Benutzerliste gehen und sage, dieser Tennis-Benutzer, der bekommt von mir, also nochmal, Benutzerliste, wenn ich zu schnell bin, bitte bremsen Sie. Benutzer, der Benutzer Tennis, mache ich hier einen Doppelklick und klicke jetzt dann hier bei Mitgliedermasken und hier finde ich also meine Maske, Schulung einfache Änderung. Sehen Sie das? Also das, was ich jetzt gerade gemacht habe. Und jetzt sage ich, Maskendesigns für diesen Benutzer aktivieren, also eigene Maskendesigns. Dann sage ich, der soll also nicht diese Maske haben, die nehme ich ihm weg, sondern ich sage, der soll jetzt diese Maske haben. Und das Ganze und diese Maske hier, das soll seine Standardansicht sein. Sehen Sie das? Mhm. Und jetzt klicke ich auf Speichern. So, und jetzt melde ich mich mal als dieser Tennisbenutzer an und dann schauen wir mal, wie das für den aussehen würde. Ich nehme mal irgendein Mitglied. Sehen Sie das? So würde das jetzt für diesen aussehen. Die behalten also alle ihre Funktionalität, diese Felder. Ich kann also die Unliebsamen kann ich weglöschen und die ich brauche, die kann ich mir eben nehmen. Jetzt was neu ist, ist also auch hier unten, wenn also jemand so angepasste Masken hat, dass der rechts unten auswählen kann Masken. Sehen Sie das? Ja. Da gibt es für den aber nur eine. Und warum gibt es für den nur eine? Weil wir hier im Benutzer Mitgliedermasken eben nur eine reingezogen haben. Wenn der hier später mehrere Ansichten hat, dann kann der unten auch selber umschalten. Dann kann er also mit verschiedenen Ansichten arbeiten. Was jetzt gleich wesentlich mehr Sinn macht. Jetzt schauen Sie mal. Ich gehe also wieder auf Optionen, wähle mir wieder meine Maskendesigner, sage wieder Datei öffnen und wähle mir diese Standardmaske mit Reiter wieder aus. Soweit waren wir ja vorher auch schon, oder? Das haben wir genau das Gleiche. Aber Sie wissen doch, unser Register, unser altes Register, eigene Felder. Das will ich jetzt nicht mehr. Sondern ich habe hier, schauen Sie mal, die allgemeinen Einstellungen. Ich habe hier verschiedene Mitgliedsdaten. Also Bild groß zum Beispiel, also dass ich eben dieses Bild groß hier von jemandem habe. Aber ich habe hier auch meine eigenen Felder. Und sehen Sie das, was da drin steht? Da steht ja eben genau drin, Passnummer, Ausstellungsdatum, Pass, Brillenträger, Schwimmer. Das Einzige, ich bräuchte also jetzt hier oben nochmal ein neues Register. Also, gehe ich her, klicke hier oben einmal mit der Maustaste rechts rein, einmal hier oben, und sage, Registerkarte hinzufügen. Die hat jetzt irgendeinen Standardnamen, Tab Page 4, heißt es die im ersten Moment. Das will ich jetzt umbenennen, dieses Tab Page 4. Also klicke ich mit der linken Maustaste hier unten rein. Jetzt habe ich diese Tab Page 4 geöffnet. Und wie ich vorher gesagt habe, das Einzige, was uns also hier rechts interessiert, das ist dieser Text. Sehen Sie das? Und hier lösche ich Tab Page 4 raus und schreibe also rein. Was nehmen wir denn? Ich will, dass dieses Register Spielerdaten heißt. Klick mit der Maus raus und schauen Sie, jetzt heißt dieses Register Spielerdaten. Und jetzt habe ich viele Möglichkeiten. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich will hier oben die Passnummer stehen haben. Hier oben, links im Eck, soll die Passnummer stehen. Aber nicht so hässlich, sondern eben, na, so weit auch nicht, sagen wir so weit auseinander. Und hier soll dann auch eine Pass-NR drin stehen, sondern ich will, dass hier also diese Passnummer ausgeschrieben ist. Jetzt muss ich das wieder ein bisschen weiter nach rechts ziehen. Sehen Sie das? Bitte ändern Sie niemals die Texte in diesen Feldern, denn das ist das, auf das die Datenbank später dann zugreift. Da lasst man einfach das drinstehen, was drinsteht. Okay? So,
Jetzt will ich so einen Rahmen haben, weil, also, nein, Entschuldigung, ich will das Ausstellungsdatum des Passes noch haben. Mache ich also genauso wie vorher. Sieht dann so aus. Ich kann diese Felder auch größer ziehen, dass es jetzt irgendwo wieder ein einheitliches Bild gibt. Kann die beiden markieren, beide nach rechts ziehen. Kann dann dieses hier wieder größer machen. Sehen Sie das? Ja. Das ist sehr viel Geklickse, sage ich jetzt mal. Ich kann jetzt auch, könnte ich jetzt hergehen und könnte sagen, ich brauche ein sogenanntes Panel. Ich sage nochmal ganz kurz, was ein Panel ist. Das hier wäre jetzt ein Panel. Und in dieses Panel, da, Entschuldigung, nein, ich will jetzt kein Panel, ich will eine sogenannte Groupbox. Ich nehme so eine Groupbox, die ziehe ich mir da rein und mache die größer. Diese Groupbox hat einen Namen, sehen Sie mal, die heißt Groupbox 9. Da könnte ich es jetzt auch wieder reinschreiben. Hat denn eventuell dieses Mitglied Einschränkungen? Ja, hat Einschränkungen, eigene Felder. Entweder ist er Brillenträger oder, ja, Schwimmer ist keine Einschränkung, ja. Naja, ist egal. Das ist ein Schwimmer. Nichtschwimmer hätte es eigentlich heißen sollen. Okay, jetzt kann ich dann die Groovebox wieder kleiner machen. Schauen Sie mal, dass eben das ungefähr zu meiner Größe passt. Ja, das ist einer so ein Problem. Sehen Sie, der schreibt jetzt zusammen mit Brillenträger, weil der hinter das Hakenfeld Brillenträger setzt. Da muss ich also einfach nur hergehen, muss also hier aufmachen und dieses zweite Brillenträger einfach rauslöschen. Dann ist das weg. Jetzt kann ich das wieder kleiner machen. Und das gleiche also hier unten nochmal. Nehme ich also auch dieses Schwimmer wieder und lösche also dann dieses Schwimmer hier raus. Das kann ich dann jetzt also auch wieder kleiner machen. Kann man sich vorstellen, wie dann NetXP-Verein entstanden ist? Weil das, was ich jetzt gerade mache, das ist also nichts anderes, das also ein Programmierer hier auch macht. Wenn der also, als der damals diese Mitgliedermasken eben zusammengestellt hat. Das ist nichts anderes. Okay? Ja, was mache ich jetzt mit dieser Maske? Diese Maske kann ich jetzt zum Beispiel eben wieder hergehen und sagen, speichern runter, gebe dieser wieder den Namen Spielerdaten übernehmen, sage ich schließen und weise dann später also auch wieder in der Benutzerverwaltung diese Mitgliedermasken, Spielerdaten, weise ich also hier dem Benutzer Tennis zu. Herr Neumann, was steht denn jetzt in diesen Feldern drin, bevor wir uns das Ganze anschauen? Überlegen wir uns vielleicht einmal jetzt schon, was steht denn in diesen neu erstellten Feldern bis jetzt drin? Bis jetzt noch nichts, oder? Wie bitte? Bis jetzt noch nichts. Genau, bis jetzt noch nichts. Wie sollen das ja jetzt auch drinstehen? Ich meine, wir haben ja zwar diese Felder erschaffen, wir wissen jetzt auch schon, dass also hier in den Mitgliedern, wenn ich also hier ein Mitglied öffne, dann gibt es also jetzt hier auch das Register Spielerdaten. Und Sie sehen also auch, das schaut genauso aus wie das, was wir gerade erstellt haben. Mhm. Also auch die gleiche Funktionalität. Das heißt, dass ich kann dieses Datumsbild genauso verwenden wie alles andere auch. Das heißt, dass ich kann mir hier ganz genau ein Datum raussuchen, 10. Mai 2011. Schön? Ich könnte eine Postnummer eingeben. Ich könnte sagen, der ist Brillenträger und Schwimmer. Richtig? Ja. Mhm. Herr Görke, bei Ihnen auch? War klar? Ja, ja, alles wunderbar, danke. Mhm. Also, okay. Also, hier kann ich mir beliebige Felder, ich muss ja nicht ein Register machen, ich kann 5 oder 6 oder 7 oder 8 Register neu machen. Sobald der NetXP-Verein merkt, dass die Registergröße nicht mehr reicht, dann würde der, sehen Sie es oben, dann macht er diese Register zweizeilig. Gesehen? Ja. Mhm. Also ich sehe immer alle Register eben halt dann in zwei Zeilen. Normal versucht er es immer in einer Zeile zu bilden. Ja, zum Füllen eben dieser, zum Füllen dieser selbst angelegten Felder. Und hier kommt genau äh,
hier kommt genau was zum Tragen, und zwar, jetzt bin ich ja im Benutzer-Tennis drin, Sekunde, und zwar im Benutzer-Admin klicke ich auf Mitglieder, und jetzt habe ich die Möglichkeit, hoppala, Herr Lajovic, ich glaube, Sie sind, kann es sein, dass Sie sich selbst stumm geschaltet haben? Weil bei mir zeigt er an, der Teilnehmer hat sich selbst stumm geschaltet. Und ich kann dann die Stummschaltung in dem Fall nicht aufheben. Jetzt hat Herr Lajovic. Ja? Ah, jetzt höre ich Sie wieder. Jetzt bin ich wieder da. Ja, genau. Ja, jetzt stand auf Strand oder oben im Feld Stummschaltung aufgehoben. Ja, ist komisch. Naja, also. Ja, ist okay. Genau. Also wie gesagt, also diese Massenänderung, diese neue. Die hat also jetzt, also man glaubt gar nicht, was das für ein mächtiges Instrument ist. Grundsätzlich ist so, wenn ich also jetzt auf diese Massenänderung draufklicke, dann ist das Erste, was er mich fragt, ist, Mitgliedermassenänderung wird gestartet, um die aktuelle Mitgliederliste zu verwenden, klicken Sie auf Ja. Um nur die gewählten Mitglieder zu verwenden, klicken Sie bitte auf Nein. Um den Vorgang abzubrechen, auf Abbrechen. Das ist ganz klar. Das bedeutet, ich will jetzt zum Beispiel alle meinen Mitgliedern, will ich jetzt grundsätzlich mal setzen, die sind Schwimmer. Würde ich also alle meine Mitgliedern. Dann nehme ich also hier in der Mitgliederliste keinerlei Änderungen vor. Ich habe dann aktuell 206 Mitglieder. Klicke auf Massenänderung. So, jawohl, ich will alle verwenden. Und jetzt stelle ich mir ein, Schwimmer, sehen Sie es, unser eigenes Feld, soll als neuer Wert Ja haben. Klicke ich auf Starten. Jetzt werden alle meinen Mitgliedern dieses Feld Schwimmer auf Ja gesetzt. So. Und jetzt kommt was ganz Besonderes. Und zwar haben wir jetzt eben die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, der Gerd Markus. Und wenn Sie mich jetzt sehen können, es ist fast schon traurig, dann würden Sie sehen, ich drücke jetzt die Taste STRG auf der Tastatur und bleibe mit dem Finger drauf. Also ich sitze jetzt mit dem Finger auf Steuerung und gehe auch nicht mehr runter. Und jetzt klicke ich den Eckhard Robert an, klicke den Söldenwagner Fabian an, den Fürst Martin und so klicke ich mich jetzt mal ein bisschen durch. Ja. Ich würde also jetzt alle die markieren, die nicht Schwimmer sind. Also nicht Schwimmer. Das heißt, ich glaube also jetzt mit dieser Methode habe ich jetzt ziemlich viele eben diese Nichtschwimmer markiert. Klick wieder auf Massenänderung. Jetzt sage ich aber, ich will nicht alle Mitglieder haben, sondern nur die von markierten Mitgliedern, also klicke ich auf Nein. Und jetzt sage ich wieder, dieses Feld Schwimmer, wenn ich es finde, dieser neue Wert soll bei diesen gewählten 13 Mitgliedern Nein sein. Und jetzt klicke ich auf Starten und jetzt wird er genau von diesen 13 dieses Schwimmer wieder weggenommen. Das heißt, schauen wir mal, Goldbrunner Marion, Spielerdaten, ist Schwimmer. Sehen Sie es? Gerd Markus, das war einer dieser 13 Spielerdaten. Der ist auch Schwimmer. Das ist schlecht. Hat das wieder mit dem Neustart zu tun? Kann sein, ja. Ich versuche es jetzt mal. Sekunde bitte. Es kann ja sein, dass ich glaube nicht, dass meine Kollegen gerade vorher wieder Update eingespielt haben. Das war dann das CT heute gefühlt. Ja, kommt nur mehr Update. Haben wir das Ganze neu gestartet. Schauen wir nochmal. Also wie gesagt, das Problem ist auch immer das, dass ich so einen Testaccount habe. Ach, jetzt muss ich erst natürlich den Benutzer Tennis erst wieder öffnen. Nein, muss ich eigentlich nicht. Also wenn der Admin selbst eine bestimmte Maske haben will, kann er das natürlich auch machen.
Also ich bin jetzt als Admin angemeldet, aber dann muss ich ja nicht auf Benutzerliste gehen, sondern ich gehe also immer auf Benutzerdetails und komme dann also hier in den Mitgliederdaten, kann ich mir also auch selbst Masken setzen und die zum Standard hier erklären. Gesehen? Also das mache ich dann in meinen eigenen Benutzerdetails. So, ich speichere. Schauen wir nochmal. Nein, sondern nicht in. Ja, ich weiß auch warum. Wissen Sie warum? Ich mache das jetzt mal ganz kurz. Ich mache jetzt mal 4, sage Massenänderung. Das gleiche, was wir vorher gemacht haben. Und ich glaube, ich habe einen Haken gesetzt. Also wenn natürlich ein Haken gesetzt ist und er dann wieder einen Haken setzen soll, dann macht er das natürlich. Denn hier soll nicht kein Haken mehr drin sein. Okay. Mhm. Das Spiel hat einen Fehler entdeckt. Der ist bis spätestens nächsten Dienstag, Mittwoch behoben, dieser Fehler. Ja, also irgendwie funktioniert seit heute Mittwoch Thema. Ich habe nicht heute Vormittag habe ich es noch versucht, da hat es wunderbar funktioniert, aber irgendwie seit dem letzten Update heute Mittwoch funktioniert dann die Massenänderung immer für eigene Fehler. Aber da lassen wir uns jetzt wirklich beirren, da machen wir jetzt einfach mal stur weiter, denn wie gesagt, dieser Fehler ist also absolut sicher bis Dienstag, Mittwoch dann behoben. Ja. Kann ich den jetzt nicht einzeln rausnehmen, den Haken? Doch, einzeln kann ich schon rausnehmen. Ja. Aber das macht ja dann keinen Sinn, weil dann ich will ja das Ganze in einer Massenänderung machen, wissen Sie? Also ich hätte ihn jetzt schon einzeln rausnehmen können, aber ich will das Ganze schnell über Massenänderung machen, weil ich ja mit vielen, vielen Mitgliedern zu tun habe. Ich will ja nicht in jedes Mitglied reinklicken. Also es muss schon gehen. Da gibt es überhaupt keine Diskussionen, dass das gehen muss. Okay. Bis jetzt alles klar, oder? Ja, ich habe nur eine Frage. Sie haben da so einen, ich weiß nicht, den Namen des Feldes nicht mehr, weiß ich nicht mehr, wo Einschränkungen, Brillenträger und Schwimmer drin steht. Da haben Sie ein Feld aufgezogen und da reingetan. Warum? Dieses Einschränkungen, meinen Sie? Diese ja, Groupbox. Dieses große Feld, was Sie großgezogen haben und dann den Brillenträger und den Schwimmer da reingesetzt haben. Genau, das ist einfach nur, damit man das optisch, abgesetzt ist. Ach so. Das ist nur, sehen Sie, dieser graue Rahmen hier außen rum? Ja, genau. Das ist der einzige Grund, das ist nur, damit ich das also optisch absetzen kann. Alles klar. Ja, also das ist das Allereinfachste. Also einfach hinstellen, einfach die Felder hier reinziehen, eben wo die hinkören und ja, speichern. Die Anzahl, wie gesagt, dieser eigenen Felder, es bleibt völlig Ihnen überlassen. Also das ist also nach jeder Couleur, also Sie können da wie gesagt also tausende, hunderte reinsetzen. Und das war es bis jetzt. Bis heute um 15 Uhr wären wir jetzt hier fertig wissen. So, jetzt wird es etwas komplizierter. Dafür werden jetzt die Möglichkeiten noch größer. In einer kurz anberaumten Besprechung zwischen mir und dem Geschäftsführer, also waren wir gemeinsam beim Rauchen, sind wir auf die Wahnsinnsidee gekommen, dass man eigentlich auch so berechnete Felder da reinsetzen könnte. Das heißt also Felder, die man mit Formeln hinterlegen kann und diese Formeln berechnen dann einfach irgendwas. Und da haben wir beide ganz kurz gelächelt und haben wir gesagt, ja, das ist ja perfekt, denn das ist dann unsere neue fünfte Beitragsart. Und zwar ein berechneter Beitrag. Viele Vereine, also wie zum Beispiel Segelvereine, haben also das Problem, dass die also zum Beispiel Stellflächen vermieten und da kostet so ein Quadratmeter Stellfläche, kostet eine bestimmte Summe in Euro im Monat oder im Jahr und die wollen also hier den Preis pro Quadratmeter reinschreiben und die Anzahl der gemieteten Quadratmeter. Es gibt auch viele andere Vereine, die beispielsweise Arbeitsstunden haben. Hier kann ich sagen zum Beispiel, mein Beitrag ist 100 Euro, also wenn jetzt so, ich gehe davon aus, dass keiner die Arbeitsstunden leistet, ist der Beitrag 100 Euro. Sollte aber jemand die Arbeitsstunde leisten, dann wird also das um diese ganze Arbeitsstunde hier minimiert. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Das Einzige, wo Sie jetzt nicht fertig geworden sind, ist, diese fünfte Beitragsart einzufügen. Aber die können wir uns ungefähr vorstellen. Das ist nämlich dann relativ einfach. Grundsätzlich ist mir nur wichtig, dass Sie die Möglichkeit verstehen, die sich hier bietet. Das heißt, ich habe also eines oder mehrere Felder, mit denen ich später rechnen kann. Wie in Excel. Okay?
Ja, und wie mache ich das? Wie kann ich so berechnende Felder oder so berechnende Felder, ich sage jetzt mal, oder einfach Rechenfelder, wie kann ich so Rechenfelder einfügen? Ebenfalls wieder relativ einfach, das heißt, also ich klicke hier unten Verwaltung, Optionen und klicke da unten diesen Maskendesigner an. Sag wieder öffnen, wähle mir beispielsweise, na, ich nehme jetzt einfach mal Schule, einfache Erschulung, einfache Änderung, die vorher erstellte, die will ich also jetzt auch wieder, nein, das ist nicht die, sage ich wieder schließen, nochmal öffnen, öffnen, ich will die, na, was haben wir denn gerade gehabt, Spielerdaten, diese will ich also jetzt, die mir vorher erstellt haben, die will ich jetzt weiter ändern. Klicke also hier auf Spielerdaten und ich habe mir vorher schon drei eigene Felder angelegt. Das sind also ganz standardmäßig, kann ich Ihnen nur mal zeigen, indem ich diesen mal kurz wegmache. Entschuldigung, kann ich Ihnen nur mal ganz kurz zeigen, was das also hier für Felder sind. Also ich bin jetzt hier Verwaltung, Optionen, Mitglieder, eigene Felder. Ich habe also vorher angelegt Mietfläche, Mietpreis im Jahr. Und Preis je Quadratmeter, sehen Sie das? Geben Sie mal ein Beispiel, Herr Neumann, fällt Ihnen was ein, was wir berechnen könnten? Ja, da kann ja eigentlich auch Bankenwerbung berechnen, oder? Könnten Sie genauso, ja, aber in einem Mitglied drin. Also da würde ich aber eher da würde ich eher unser Rechnungsmodul verwenden. Da muss man genau Mitglieder bezogen. Fällt mir momentan nichts eingesperren. Ein Wochenende, wenn man drüber nachdenkt, Herr Neumann, ein Wochenende, wenn man drüber nachdenkt, dann fällt einem das so viel ein. Glauben Sie, was? Ja, das schon. Das schon. Genau, man muss nur mal drüber schlafen vielleicht. Ich gehe jetzt mal her, oder ich mache das jetzt mal so, ich sage jetzt mal Feld hinzufügen, zu leistende Stunden, oder Arbeitsstunden. Arbeitsstundenstandardwert ist bei uns im Verein muss jeder Stunden arbeiten 5. Sage ich Arbeitsstunden 5. Sage wieder hinzufügen Preis nicht geleistete Arbeit. Preis an nicht geleisteten Arbeitsstunden sind 8 Euro übernehmen. Also ist der Standardwert ist praktisch, wenn ich nichts mache, sind es immer das. Genau. Und jetzt brauche ich halt noch so ein Ergebnisfeld, wo also dann später dieses Ergebnis drinsteht. Und das wäre also das abzuziehender Beitrag. Oder wie nennen wir es denn? Beitragsabzug. Beitragsabzug. Sage ich auch wieder übernehmen. Und ich will jetzt einfach nur ausrechnen, wenn jemand 5 Stunden arbeitet zu 8 Euro, dann hat er also schlicht und ergreifend 40 Euro in den Beitragsabzug gebracht. Das heißt, also Arbeitsstunden darf ich hier also nicht 5 als Standardwert setzen, das muss ich, das habe ich jetzt extra gemacht, muss mich nur mal bearbeiten, muss sagen, nein, das ist nicht 5, sondern hier soll 0 drinstehen. Aber die meisten sind also hier mit 8 Euro, oder eigentlich alle haben 8 Euro in der Stunde, also steht dann, lass mir dieses 8 Euro hier drin. Klicke ich unten auf Speichern. Jetzt will er, weil das jetzt eben neue Felder sind, will er jetzt nicht XP-Verein neu starten. So. Und jetzt haben wir wieder Verwaltung, Optionen, Maskendesigner. Okay. Sage ich wieder öffnen. Jetzt will ich aber die Spielerdaten öffnen. Und ich sage, das hat ja mit den Spielerdaten nichts zu tun. Deshalb will ich also jetzt wieder ein neues Register. Klicke also hier wieder mit der rechten Maustaste. So, wieder Registerkarte hinzufügen, wie vorher. Klick da unten einmal rein und sag wieder nicht Tab Page 5, sondern eben Berechnungen. Ich nenne es jetzt einfach mal Berechnungen. Okay? So, und bei diesen Berechnungen, da klicke ich also jetzt hier wieder auf eigene Felder und ziehe mir beispielsweise rein Arbeitsstunden. Hier stehen dann später die Arbeitsstunden drin. Was steht standardmäßig drin? 0.
Preis einer nicht geleisteten Arbeitsstunde. Jetzt werden wir gleich das Problem haben, dass also das Ganze hier nicht reicht. Das heißt, ich müsste diese, also jetzt wahrscheinlich beide, sich das Ganze anbieten. Wenn es jetzt erstmal rüberzieht, dann das eben passend wieder zurückholt. Preis nicht geleistete Arbeitsstunde. Und ich habe dann ein neues Feld, wie gesagt, hier unten. Das ist eben dann dieser Beitragsabzug. Das könnte ich jetzt auch umgekehrt machen, indem ich das so reinsetze. So, Beitragsabzug. Der Witz, wie gesagt, aber das stimmt nicht ganz. So ist richtig. Der Witz jetzt an der Sache ist, dass man weiß, wie man hier eine Formel reinbringt. Und es ist leider, muss ich dazu sagen, das heißt, wenn man es einmal gesehen hat, ist es eigentlich gar nicht kompliziert. Aber ich zeige es Ihnen jetzt mal. Also, ich klicke hier rein, Beitragseinzug. Jetzt muss ich, und kann sich, wie gesagt, also auch dieses Video natürlich immer wieder in der Aufzeichnung anschauen, jetzt muss ich hier in diesem Feld Text as Type, muss ich einstellen, dass das Ganze eine Funktion sein soll. Sehen Sie das? Eine Funktion. Und hier oben in der Funktionsdefinition, da muss ich jetzt dann später reinschreiben, was ich gerechnet haben will. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich nehme dieses Feld, also ich klicke jetzt dieses Feld Arbeitsstunden. Ich ziehe es jetzt mal ein bisschen breiter. Kopiere mir das hier raus, was da drin steht. Diesen Text, dieses Own Field Doppelpunkt Arbeitsstunden. Klicke ich hier unten bei Beitragseinzug rein. Sag Formeldefinition und hier muss ich jetzt eine eckige Klammer aufmachen, also keine runde Klammer, sondern eine eckige Klammer. Das Ganze dann hier einfügen, rechte Maustaste einfügen und wieder eine eckige Klammer schließen. Das ist der erste Teil der Berechnung. Jetzt brauche ich das Rechenzeichen. Das heißt, ich setze also jetzt hier rein ein Mal. Kleines Sternchen. Jetzt brauche ich dieses Feld hier. Das heißt, dass ich markiere das wieder alles, sage kopieren, klicke wieder hier unten rein, hinter das Mal, sage wieder eckige Klammer auf, einfügen und dann am Schluss hinten eckige Klammer wieder schließen. Gesehen? Wer mich kennt, weiß, dass ich also Mathe liebe. Ich bin ein ganz großer Fan der Mathematik. Und wenn ich also das jetzt hier rechne, also ich sage jetzt 5 Arbeitsstunden à 8 Euro, dann würde hier unten 40 Euro plus rauskommen. Das heißt, also dieses Mitglied müsste jetzt dann 40 Euro mehr zahlen. Das will ich nicht. Also man nennt das dann in der Mathematik, ich bräuchte jetzt eine Negation. Und das mache ich also in der Mathematik, indem ich sage, mal minus 1. So kann ich dann diesen Wert umkehren, also in das Minus drehen, sage ich jetzt mal. Das ist aber jetzt nur in meinem Beispiel so. Also das können Sie selber dann auch machen, wie Sie wollen. Ich klicke jetzt mal auf Speichern. Und jetzt lassen wir uns mal überraschen, was jetzt gleich passiert. So, lesen. Ich bin im Admin noch angemeldet. Ich klicke also hier oben auf Mitglieder. Mache jetzt mal irgendein Mitglied auf. Habe also dann hier mein neues Register Berechnungen. Und jetzt schauen wir mal. Sehen Sie es? 5 mal 8 minus 1 ist 40 Euro Abzug. Wenn das Mitglied jetzt im Jahr nur 2 Stunden arbeitet, dann ziehen wir ihm 16 Euro ab. Und wie gesagt, wen das interessiert oder wer darauf wartet, hier unter Beiträgen gibt es jetzt dann eben eine fünfte Beitragsart. Beitragsart 1, fixer Beitrag, gestaffelter Beitrag, freier Beitrag, Beitrag mit Ablauf. Und jetzt dann dieser neue fünfte Beitrag, dieser sogenannte berechnete Beitrag. Und hier kann ich also dann später einstellen, ich will einen berechneten Beitrag und du verlangst mir in diesem Beitrag das, was hier drin rauskommt. Also aus dem Feld Beitragsabzug. Das verrechnest du mir im Beitrag noch mit. Und da kann man also die kompliziertesten Berechnungen anstellen. Und kann also das alles ebenfalls auch also dann später in diese Mitgliedsbeitragsberechnung mit einfließen. Dass das jetzt nicht ganz einfach ist mit diesem Maskendesign, das ist mir auch völlig klar. Glauben Sie mir's? Ich selbst habe zuallererst mal die Augen verdreht und habe eben gesagt, oh, wow, 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 das ist alles Englisch und ich bin mehr so ja,
einfach gestrickt, nehmen wir es mal. Also lieber wenig Flächen und dafür, ja. Aber Sie müssen sich immer vorstellen, im Verein macht ja das nicht jeder, sondern das macht mal einer. Das macht man auch nicht täglich, sondern das macht man vermutlich einmal, vielleicht im Jahr oder einmal in 5 oder 10 Jahren. Dann hat man die Felder drin und dann passt es. Wenn jemand hier trotzdem natürlich Probleme haben sollte bei dem Ganzen, dann kann man natürlich auch immer bei uns anrufen. Wir können uns ja Gott sei Dank aufschalten und können also dann auch die gewünschten Änderungen vornehmen. Wichtig ist nur zu wissen, es bleibt kein Auge trocken. Wir können inzwischen mit dieser Mitgliedermaske können wir faktisch alles einstellen. Wir können also hier praktisch spielen, wir können fast jeden Wunsch umsetzen. Und das können wir also inzwischen auch so, dass das also auch, blöd gesagt, ich zum Beispiel, unsere Supporter können, das heißt also die Helfer, die also nicht unbedingt Programmierer sind, das können wir teilweise also auch schon sehr gut einstellen. Ich hoffe, sie hat es nicht erschreckt jetzt gerade. Nein. Ja, und wie gesagt, also man kann also auch hier Staffelrechnungen machen mit Prozent, mit allem drum und dran. Kann man hier alles setzen. Jetzt wenn das nächste Jahr heißt so, der Preis jetzt für die geleistete Arbeitsstunde, der hat sich also jetzt, wir verlangen jetzt für unsere Mitglieder nicht mehr 5 geleistete Arbeitsstunden, wir verlangen jetzt 10. Das heißt, der Preis für die geleistete Arbeitsstunde würde sich jetzt um 4 Euro minimieren, von 8 Euro auf 4 Euro. Was würde ich dann machen? Ja, wenn Sie das jetzt markiert haben, einfach die neue Zahl. Nein, ich will das aber gleich bei allen Mitgliedern machen. Ach so. Ganz einfach, Mitglieder, Massenänderung, alle Mitglieder. Und dann würde ich eben sagen, so jetzt weiß ich nicht, wie das kosten hat. Beitragsabzug, nein, wir hatten das kosten Preis. Preis nicht geleistete Arbeitsstunde, sage ich jetzt neuer Wert nicht mehr 8, sondern jetzt hat eben nur noch 4 Euro und so wieder starten. Jetzt würde also bei allen Mitgliedern eben das Feld wieder ändern. Hoffentlich. Genau. Das war glaube ich noch nicht ganz fest. Sind es Preis nicht geleistet, die Arbeitsstunde 4 Euro. Jetzt ist halt das bei allen bei 4 Euro. Und nicht dann 3 Euro, dann hat er halt minus 12 Euro. Also wie gesagt, die berechneten Felder, diese nagelneu heute auf die Idee gekommen und sofort umgesetzt, soll wirklich dazu helfen, also dass man eben auch diese Verwaltungsaufgaben, die also innerhalb der Mitgliederverwaltung anfallen, dass also das Ganze noch wesentlich einfacher sein soll. Ja, und dieses Umschalten, also der Admin bei mir, dieser angemeldete Admin-Benutzer, der hat ja aber jetzt beispielsweise mehrere verschiedene Masken, also der könnte jetzt hier unten umschalten, sehen Sie das? Der kann also jetzt auf Masken klicken und könnte jetzt zum Beispiel sagen, Sperrtest, ich will jetzt mal diese Sperrtest-Maske sehen. Da habe ich noch ein ganz anderes Register drin gehabt, sehen Sie das? Ganz anderes Register, das noch niemand gesehen hat, weil das also auch nur in dieser Maske drin vorkommt. Hier gibt es Stellplätze. Haben wir auch noch nicht gesehen. Sehen Sie das? Also mit diesen verschiedenen Masken, da kann ich also alles Mögliche durchschalten. Ich kann von Mitgliedern eben Masken oder Register oder Felder verbergen, die andere dafür sehen. Ich brauche aber nichts zu ändern. Also ich brauche nur die Maske einstellen und dann dem entsprechenden Mitglied eben dann die entsprechende Maske zuweisen. Das heißt also, wir haben hier eine rechte Verwaltung, eine Berechtigungsverwaltung in der Mitgliederverwaltung, die so mächtig ist, dass man für jedes einzelne Feld praktisch bestimmen kann, soll er das lesen können oder nicht, soll er das überhaupt sehen können oder nicht. Okay? Natürlich können wir es auch so machen dann später, wenn ich sage Mitglieder, ich will jetzt hier diese Spalten verwenden. Natürlich gibt es also auch hier die Möglichkeit, Preis je Quadratmeter, Preis nicht geleistete Arbeitsstunde. Sehen Sie das? Das sind die Felder, die wir jetzt gerade vorher erstellt haben, die Passnummer. Die sind natürlich also in der Mitgliederverwaltung so fest integriert, dass ich also mit denen arbeiten kann, wie mit jedem anderen Feld auch. Ich
könnt dann diese Felder auch natürlich in Serienbriefen, Serien-E-Mail, Serien-SMS verwenden. Das heißt also, wenn ich einen Serienbrief schreibe, dann muss ich ja auf Kommunikation, dann Vorlagen gehen und sage also hier einen Serienbrief bearbeite ich und ich will jetzt die Passnummer im Serienbrief erscheinen lassen. Würde ich also hier in dem Feld hier unten, jetzt muss ich das wieder rüberziehen, müsste ich also sagen, aber ich will hier unten ein eigenes Feld. Ich musste die einzelnen Fenster jetzt immer rüberziehen, das ist ja toll. Sehen Sie es, Passnummer, nehme ich die Passnummer, die nehme ich hier unten rein und jetzt hätte ich also dann später die gerade von mir erstellte Passnummer hier in einem Serienbrief eingefügt. Das heißt also, die Änderungen, die wir, wie gesagt, wir in der Mitgliedermaske jetzt getätigt haben, die sind nicht nur in der Mitgliedermaske geändert, sondern die sind also wirklich durchgehend. Die sind durchgehend von Alpha bis Omega, die sind von Anfang bis Ende drin. Kann ich nutzen, solange ich lebe. Und auch in jedem Modul, das es in den Textbrief reingibt. Haben Sie noch Fragen zu diesem Thema? Ja, zwei, Görki hier. Hallo. Ja. Mal, wann ist der Zeitpunkt der Berechnung bei den berechneten Feldern? Immer beim Speichern, wenn ich einen Datensatz speichere, oder erst wenn ich den aufrufe? Und die zweite Frage ist, kann ich eigene Felder auch in den Standardmasken unterbringen? Also die Passnummer in den Stammdaten zum Beispiel. Sicher, natürlich, Schanz. Zeige ich Ihnen kurz. Wenn Sie jetzt hergehen auf Optionen, dann hier unten den Maskendesigner, sagen wieder öffnen und sagen jetzt die Standardmaske in NetXBrief rein übernehmen. Das ist ja die Stammdatenmaske, oder? Das ist nichts anderes als unsere Stammdatenmaske. Mhm. Und sagen wir, ich brauche keine Religion, ich brauche keine Religion, ich bin ein Sportverein, der ist religionsfrei, aber dafür nehme ich jetzt hier drauf diese Postnummer. Mhm. So. Okay. Kann ich Ihnen kurz zeigen, speichern. Standard neu. STD neu. Übernehmen und weise dann später dem Administrator, also ich gehe jetzt wieder auf Benutzer, Benutzerdetails, also meine eigenen Benutzerdetails und sage, ich will diese ganzen Masken nicht mehr haben, die will ich nicht mehr haben, sondern also ich will nur noch mit dieser Standard neu arbeiten, denn in der Standard neu, wie gesagt, ist meine Postnummer enthalten. Sind Sie das? Mhm. Mhm. Gut. Und nochmal die Frage genau, zu den Zeitpunkt von den Formelfeldern. Genau, richtig. Wann findet die Berechnung statt? Eigentlich relativ, ich hoffe, dass das jetzt genauso funktioniert, weil wie gesagt, die gibt es ja nicht so lange. Preis je Quadratmeter. Muss ich schnell mal suchen, weil ich weiß wieder nicht mehr, wie ich die Felder genannt. Wie wird das genannt? Nicht Preis je Quadratmeter, sondern Preis nicht geleistete Arbeitsstunde. Ne? Ja, das ist halt das Problem immer. Irgendwas mit Beitragsrückerstattung war das. Beitragsabzug, genau. Nehme ich jetzt mal, und Sie sehen, der hat also jetzt minus 16 Euro berechnet. Sobald ich also jetzt in ein Mitglied reingehe, ja, der hat natürlich jetzt bei eigenen Dateien, oder? Ich müsste jetzt erst wieder Benutzerdetails, Mitgliedermasken, ich müsste mir jetzt mal kurz meine Spielerdatenmaske wieder rübernehmen, speichern. Ich könnte dann erst in den Mitgliedern umschalten. Spielerdaten ist hier, Berechnungen 15. Wären jetzt 60 Euro, sage ich speichern. Und ziehe ich mir diese Spalte hier wieder rein. Okay.
Haben wir auch noch einen Fehler. Super. Herr Görke, vielen Dank. Aber Sie sehen gerade, er berechnet es anscheinend nur beim Start von NetXP-Verein. Hat er immer noch minus 16, jetzt gehen wir mal schnell her, beenden wir das Ganze mal, starten wir das. Also das können wir auch umbauen und das müssen wir auch umbauen. Der muss natürlich bei jedem Speichern sofort berechnen, ist ganz klar. Aber wie gesagt, das war heute schon fast der Schnellschuss, also dass wir das Ganze eingebaut haben. Vorher nicht gespeichert. Wissen Sie, was das Problem an der ganzen Sache ist? Berechnungen, ich muss natürlich sagen, 12 mal 4, 48 speichern hier unten, ist ja ganz klar. Sonst konnte ja nicht gehen. Und jetzt schauen wir nochmal. Nein, das interessiert nicht. Ist auch bis nächsten Dienstag Mittag behoben. Bis nächsten Dienstag wird da ganz genauso behoben. Also dass die Berechnung bei jedem Speichern, bei jedem Seitenwechsel durchgeführt wird und natürlich also auch beim Drucken oder beim Beitragseinziehen. Okay? Ja, gibt es noch weitere Fragen? Keine Fragen mehr, also auch nicht allgemein zu NetXP-Freien, vielleicht andere Themen, die Sie vielleicht noch interessieren? Ach, allgemein, ganz was anderes. Ja, freilich, Herr Neumann. Ja, ich habe da was. Wenn, also, nein, machen Sie zuerst. Ich möchte nämlich eine Funktion wissen, wie ich feststellen kann, wie viele Mitglieder ich im letzten Jahr habe und wie viele Mitglieder ich in diesem Jahr habe. Sie meinen den Mitgliederstand bis Datum? Bitte? Sie wollen also einen Mitgliederstand haben bis zum Beispiel zum letzten Jahr. Ja, und dann den jetzigen habe ich ja immer unten drin stehen. Genau, richtig. Also wenn Sie den letztjährigen wollten oder wollen, dann müssen Sie also sagen, Mitgliedsbestand bis Beitrittsdatum kleiner. Und wenn Sie hier auswählen, den 1.1.2012, dann würden Sie also die sehen, die vor dem 1.1.2012 schon Mitglied waren. Aha. Okay. Dann habe ich also letztes Jahr 2006 und dann, wenn ich das wieder rausmache, habe ich die aktuellen. Genau, richtig, ja. Was natürlich hier wichtig ist, man muss natürlich dann beim Mitgliederstatus auch die Ausgetretenen anhaken, gell? Also das ist schon wichtig. Nein, Entschuldigung, der simuliert es. Nein, wir brauchen es nicht. Einfach nur die Aktiven anhaken. Ja, stimmt. Genau, ja. Aha, gut. Okay, nochmal Fragen? Ja, Herr Sperl, es gibt ja Mitglieder, die sind in 3, 4 und 5 Abteilungen. Jawohl. Jetzt. Wenn da ein neue dazukommt, mein Ding, und ich hab die Abteilungen gern nach dem BLSV-Schlüssel geordnet, ne? Also null der Gesamtverein oder alle. 99 sonstige Mitglieder und so weiter. Genau, Fußball sowieso, Tennis sowieso. Mhm. Jetzt wenn da ein neues dazukommt, das setzt ja immer unten drunter. Jetzt wenn das aber vom BLSV-Schlüssel her in die Mitte reinkört, dann muss ich doch die anderen erst rauslöschen, oder dass ich da hinkomme. Nein. Nicht? Sie können ja immer sortieren, schauen Sie mal, Sie meinen in die Sparten drin, oder wo meinen Sie denn? Genau, ja. Da, wenn Sie also auf diesen Spartenschlüssel draufklicken, dann sortiert das noch Spartenschlüssel. Sie können also immer, schauen Sie mal, ich sage jetzt mal hinzufügen, ich füge jetzt da nochmal ein paar Sparten hinzu, ich sage mal Boxen übernehmen, hinzufügen, Bogenschützen übernehmen, hinzufügen, sondern nur Kugelschützen übernehmen. So, jetzt ist das durcheinander, sehen Sie das? Mhm, ja. Und jetzt, wenn ich also auf Spartenschlüssel klickt, dann sortiert er das Ganze. Sehen Sie das? Dann sortiert er das. Mhm. Okay. Ja. Noch weitere Fragen?
Momentan nicht. Ja, dann würde ich sagen, dann sind wir fertig für heute. Ich wünsche euch, oder ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Osterfest und schönes Wetter. Das ist, glaube ich, das, was jeder heutzutage schon bald mehr gebrauchen kann als Geld. Ja. Ja. Bei uns liegt Schnee. Bei Ihnen liegt Schnee? Ja. Erschreckend. Ja. Wenn ich beim Fenster raus schaue, wird mir ganz schlecht. Ich kann das Zeug nicht mehr sehen. Ja. Dann hören wir uns, dann hoffe ich, hören wir uns wieder nächste Woche oder nächsten Mittwoch. Mhm. Haben wir ein neues Thema. Schauen wir schnell mal noch, welches. Hoppla. Nächsten Mittwoch haben wir das Thema. Ja, ein wunderschönes Grundlagenseminar. Das heißt also, ein Rutsch von oben bis unten durch in aller Kürze der Würze, wo also alles innerhalb des Offens nochmal angesprochen wird. Also wahrscheinlich für die heute Anwesenden eher langweilig. Aber dann wäre wieder das Thema Kommunikation, Briefe, E-Mail, SMS wieder äußerst interessant, weil bis dahin gibt es wieder ein paar neue Funktionen. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Osterfest und hoffentlich hören wir uns bald wieder. Danke gut. Ihnen auch, Herr Sperber. Danke. Ja, ich danke Ihnen. Danke. Ja, auch von mir. Ja. Schönen Dank. Ja, tschüss. Frohe Ostern. Ja, danke schön.